Viele Gemeinden im ländlichen Raum machen sich verstärkt Gedanken darüber, welche Anreize sie gerade jungen Menschen bieten können, damit sie sich hier dauerhaft niederlassen. Gute Schul- und Ausbildung sind in den Städten und Gemeinden der 5 Bayerwald-Landkreise garantiert. Mit gut bezahlten Jobs locken aber auch die Ballungsräume. Mir ist wichtig, dass ich in einem innovativen Unternehmen arbeite später. Und da möchte ich auch in der Forschung arbeiten und ich möchte Unternehmen in der Region haben, die sozusagen mir das bieten. Preiswerte Wohnungen kann man sich auf alle Fälle immer mehr leisten. Und ländliche Region ist für mich auch wichtig, jetzt vor allem was sportliche Möglichkeiten angeht. Es ist viel mehr geboten wie in der Großstadt zum Beispiel. In den Landkreisen Freiungau-Vinau und Regen zeigt sich die demografische Entwicklung besonders deutlich. Starker Geburtenrückgang, hohe Abwanderungsbewegung und ein überproportionaler Anteil von Bürgern über 50 bzw. 65 Jahren. Andererseits üben die Uni Passau oder Hochschulen wie in Deggendorf und ihre Technologieauslagerungen in Freyung, Teisnach, Cham, Spiegelau und Mariakirchen eine hohe Anziehungskraft auf junge Menschen aus. Der Biocampus in Straubing schafft ebenfalls Anreize für junge Menschen, sich in der Region niederzulassen. Was aber muss die Region sonst noch bieten? Ja, sie muss vor allem beispielsweise technisch up-to-date bleiben, am neuesten Stand, dass man die jungen Leute besonders hier binden kann, damit sie die ganzen Möglichkeiten nutzen können, die sie in Großstädten auch finden könnten, wie jetzt, sei es jetzt technische Anwendungen, Internet, irgendwelche anderen Sachen und auch Sport oder Nachtleben auch ganz wichtig. Also der Hauptgrund, warum ich hierher gekommen bin, ist der Job, den ich jetzt hier ausübe in der Hochschule. Und ich habe da dann meine Familie nachgeholt in die Gegend. Und was wir toll finden, ist eben das sportliche Angebot. Man kann hier Mountainbiken, kann super Skifahren, langlaufen und ist einfach ein anderes Preisniveau als wie in München. Junge Menschen wollen nach der Schulzeit oftmals weg von zu Hause. Egal, ob in Klein- oder Großstädten. Was aber bewegt sie dazu, wiederzukommen oder sich hier einzurichten? Es ist so, dass ich heute mehrere Freizeitaktivitäten habe. Also man kann jetzt einmal durch einen Waldlaufer gehen oder so. Es gibt ein paar schöne Vereine. Toll finde ich einfach die Umgebung. Also im Bayerischen Wald einmal spontan einmal wenn ich so einen kurzen Trip mache. Und ich bin halt einfach kein Stadtmensch. Also ich würde sagen, ich gehe auf Minga oder was, das ist für mich, nein, das passt nicht zu mir. Also das kann ich nicht. Ja, also die Arbeit gefällt mir halt da auch. Also ich überlege schon, dass ich, wenn ich übernommen werden sollte, dass ich das auch wohnnehme. Weil Einzelhändler ist eine gute Grundlage für die weitere Berufskarriere. Kulturell orientiere ich mich mehr so nach Regensburg, weil hier doch ein bisschen die Angebote fehlen, also was zum Beispiel Tanzvorstellungen angeht und so weiter. Also da ist hier wenig. Aber ich finde, das muss so eine Region auch nicht bieten. Denn wenn man ein großes kulturelles Angebot will, dann kann man sich, wie gesagt, auch an die größeren Städte dann orientieren. Ebenso viele Menschen aber fühlen sich pudelwohl in Niederbayern, wollen hier leben und arbeiten. Wie stellen Sie sich die künftige Entwicklung Ihrer Region vor? Naja, wenn man 4 Jahre in München war, merkt man einfach, ist man Stadtmensch oder eben nicht. Und beruflich durch die neuen Medien ist es heute nicht mehr unbedingt die große Relevanz, wo ich meinen Standort habe letzten Endes, also aus meiner Sicht. Wie aber beurteilen die Bürger ihre Region? Was finden sie gut? Was vermissen sie? Welche Entwicklung soll angestrebt werden? Für Arbeitsplätze brauchen wir natürlich Angebote für qualifizierte Arbeitnehmer, die auch hier Unternehmen finden, die entwickeln und forschen und wo sich die qualifizierten Arbeitnehmer, die ja zurückkommen, zu uns sich einbringen können. Und sie werden kommen. Wir haben einen großen Vorteil. Wir haben relativ günstigen Wohnraum, wo sie sich niederlassen können, wo sie eine Familie gründen können und können dann auch in den örtlichen Vereinen Mitglied werden und sich einbringen und somit eine Freizeitgestaltung durchführen, die ähnlich ist wie in der Stadt. Vielleicht nicht so ein großes Spektrum abdeckt, aber das Spektrum, das sie hat, sehr in der Tiefe mit abdeckt. In einer Vision 2030 für den ländlichen Raum kann sicher nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Infrastruktur, Erhaltung von Natur- und Kulturräumen, preiswertes Wohnen und Bauen für Familien stehen gerade bei jungen Menschen ganz oben auf der Prioritätenliste. Anpacken statt abwarten lautet deshalb die Devise. Zusammen mit dem Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern machen sich die Bayerwaldgemeinden auf diesen Weg. Kreative Ideen und praktisches Handeln sind gefragt. Netzwerke schaffen und Synergien nutzen. Damit lässt sich die Zukunft in der Region gestalten.